Peritonealdialyse ist eine Möglichkeit, harnpflichtige Substanzen aus dem Körper einer Patientin oder eines Patienten mit Niereninsuffizienz, das heißt mit Funktionsstörung der Niere, herauszufiltern. Das geht auf natürlichem Wege mit Hilfe des Bauchfelles und ist eine Alternative zur bekannten Hämofiltration, bei der über ein Dialyseverfahren etwa dreimal pro Woche das Blut gefiltert wird. Die Peritonealdialyse kommt insbesondere für Patientinnen und Patienten in Frage, die ein hohes Maß auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit legen, also zum Beispiel für Berufstätige oder auch Studentinnen und Studenten. Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Compliance, das heißt Verantwortungsbewusstsein, da die Patientinnen und Patienten die Dialyse selbst durchführen. Die zweite Gruppe, für die die Peritonealdialyse in Frage kommt, sind sehr kranke Patientinnen und Patienten, bei welchen die normale Dialyse nicht mehr durchgeführt werden kann. Am Anfang der Peritonealdialyse steht die Implantation eines speziellen Peritonealdialysekatheters durch den Bauchchirurgen. Der Patient wird später angeleitet durch die nephrologischen Kollegen, wie dieser zu benutzen ist. Wir haben in Barmbek bereits eine langjährige Kompetenz und pflanzen in der Woche mehrfach diese Peritonealdialysekatheter ein.